What up, Friends? Heute gibt es etwas, was ich vor einiger Zeit schon mal gemacht habe. Vielleicht kann sich der ein oder andere Zuschauer erinnern, ich weiß ja nicht. Und zwar will ich auf uralte Videos von mir reagieren, wo ich unter anderem denke, Alter, was? Und ich schwöre, einige davon habt ihr noch nie gesehen. Hier da vorne seht ihr die Geburt von Dönerbuden Ali, von Aiblali. Und ich würde mal sagen, let's go! Zuallererst fangen wir an mit dem allerersten unbekannten Dönerbuden Ali Video. Yo, einfach den Beat von Sido geklaut. Dönerbuden Ali, Ärger auf dem Kiez. Genau, damals hatte Dönerbuden Ali noch einen Kumpan, der hieß Dönerbuden Soul. Jetzt ist er voll bei Alarm. Vater! Einige Zuschauer wissen, ich habe dann 2 Jahre später den Song nochmal gemacht, nur anders, auf Aiblali. Und der war dann ein bisschen professioneller. Und jetzt seht ihr das 4000 Abonnenten Special von meinem alten Kanal Alligator C24. Oh geil! Bratwurst mit Senf! Ich glaube, dass ich einfach das Doppelte von ihr wog und trotzdem hat es hier kein Problem, mich einfach zu schieben. Ich bin ja so ein starker Bursche. Es geht um dein 4000 Abonnenten-Special. Du hast es angekündigt. Ist das lustig? Nein. Ist das lustig? Nein. Das frage ich mich auch gerade. Ohne Witz, diejenigen, die sagen, dass ich früher witziger war, haben vollkommen recht. Ich weiß schon definitiv, wie ich meine nächste Ali-Test-Folge gestalte. Wie ist das lustig? Digga, das sind schon keine Haare mehr. Das ist so ein buschiges Kleid, was ich mir auf den Kopf gesetzt habe. Abonnentengeilheit. Ich habe ja vor kurzem meine 4000 Abonnenten erreicht, habe mich dann gegen meinen Kumpel. Ich habe ja schon vor kurzem meine 4000 Abonnenten erreicht, dazu gehöre ich ja schon zu den Größten, das weiß ich ja. Ich persönlich finde es okay, wenn man sich über Abonnenten freut, solange man das nicht übertreibt. Du freust dich über Abonnenten? Warum? Wenn ich sehe, ich habe wieder eine gerade Zahl erreicht, zum Beispiel 5000 demnächst, dann, habe ich das Gefühl, ich hätte was erreicht. Digga, ich habe 5000 Abonnenten erreicht. Ich glaube, ich bin jetzt in der Lage, die Welt zu retten. Heute gibt es YouTuber, die machen das Doppelte, also 10.000 an einem Tag, Junge, an einem Tag. Jetzt bist du eine Mainstream-Schwuchtel geworden. Yeah. Jetzt kommen wir zu einem alten Video, wo ich so verschiedene Metal-Richtungen vorgestellt habe. Ihr wollt wissen, wie ich mit langen Haaren aussehe? Ich habe meine Haare abgeschnitten und sie behalten. Ich habe sie einfach behalten. Und jetzt schauen wir das erste Ali-Terz, bevor es Ali-Terz gab. Eine River-Iso-Flasche! So wird es die Hälfte davon. Fragt nicht. Fragt nicht. Ein Alligator! Mit Schleife! Und High Heels! Fragt nicht. Früher warst du lustiger! Na, wer bist du denn? Ich kann aber irgendwo verstehen, dass einige Leute gesagt haben, dass ich aussehe wie Justin Bieber, weil damals haben wir uns wirklich die gleiche Frisur geteilt. Zum Glück ist das nicht mehr so. Und jetzt wird das noch interessanter, und zwar bevor es den Kanal Aiblali gab, habe ich auf meinem damaligen Let's Play-Kanal angekündigt, dass ich sowas machen will, also Comedy vor der Kamera. Und das Video heißt Kleine Nebenchannel-Umfrage. Kleiner Nebenchannel, alles klar. Habt ihr Bock auf einen Comedy-Channel? Ohne Witz, stell dich mal vor, die Mehrheit der Zuschauer hätte gesagt, nee, lass den Scheiß mal, du bist Let's Player. Weil damals habe ich sowas wirklich ernst genommen. Und wegen so einem Scheiß würde es Aiblali einfach nicht geben, wie krank das wäre. Da wäre uns wohl einiges erspart geblieben. Und zu guter Letzt gucken wir uns das allererste Video auf Aiblali an. Hey Leute, was geht ab? Ich bin Ali und auf Aiblali. Warum habe ich da so lange Pausen zwischen den Cuts? Hey Leute, was geht ab? Ich bin Ali? Diskutieren wir über die Gaming-Szene da draußen. Willkommen auf Aiblali, die Diskussionsshow über die Gaming-Szene. Hat sich ja genauso entwickelt, wie ich mir vorgestellt habe. Was waren das für Jokes? Die hatten ja nicht mal eine Pointe. Stellt euch mal vor, meine Videos würden heute genauso aussehen. Hallo Freunde, willkommen zu Aiblali. Heute geht es um Call of Duty. Manchmal gibt es da Modifikationen mit Zombies. Da merkt man erst, wie Menschen sich über die Jahre verändern. Ich persönlich finde das, was ich heute mache, definitiv besser. Einige Zuschauer werden da wahrscheinlich anderer Meinung sein, aber Wayne, wenn ich mich da nicht verändert hätte, das wäre Bullshit. Und scheiße. Wenn ihr nochmal sowas sehen wollt, vielleicht mit anderen YouTubern, das wäre sogar ziemlich witzig, dann gebt einen Daumen nach hoch, genau jetzt. Und hier nach vorne geht's zu meinem letzten Video, wo alle ausgerastet sind. Vielleicht macht nochmal ein Best of the Hate-Kommentare. Ach ja, hier bei der Infokarte könnt ihr auch aufklicken, falls ihr jetzt am Handy seid. Und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst.